die Vorlesung, Aufzeichnung von den ersten drei Wochen, also minus heute. Alle Vorlesungen, die gibt es erstens auf diesem sächsischen Bildungsportal Opal und zweitens, wenn man Pforzheim und Informatik eintippt, finden Sie es auch bei YouTube. Ja, Ihre Entscheidung, wo Sie es sich besorgen wollen, angucken wollen. Ich mache jetzt weiter hier bei den Funktionen. Setzen wir nochmal auf. Wir haben also heute Vormittag an dieser Stelle nochmal angefangen, Funktionen etwas genauer anzuschauen und insbesondere ging es uns auch darum, weitere Eigenschaften von Funktionen zu identifizieren. Ich habe dann nochmal kurz gesagt, wofür wir es brauchen und dann habe ich hier über die Argumente gesprochen, die hier stehen. Denn das ist was Wichtiges. Wir müssen uns jetzt kümmern um die Argumente, um lokale Variablen hier drin und um das, was da zurückgegeben wird. Über die Argumente hatte ich hier schon gesprochen. In dem Augenblick, wo Sie eine Funktion aufrufen, werden die Werte, die in den Variablen stehen, der Funktion als Werte, wenn Sie so wollen, als Zahlen bzw. als Buchstaben, übergeben. Nicht die Variablen werden übergeben, sondern ihr Inhalt als Wert wird übergeben und in die Parameter eingefüllt. Und die Parameter, die betrachten wir hier wie neue Variablen. Die könnten wir natürlich auch hier deklarieren. Gucken Sie, hier habe ich in der Funktion übrigens auch eine Variable deklariert. Darüber dann gleich noch was. Der Rückgabewert, das ist das hier, was wir hier vorne hinschreiben, hier sagen wir, von welchem Typ der Rückgabewert ist. Wenn es void ist, wollen wir sagen, wir übergeben die Leere mit Doppel-E. Wenn es ein Integer ist, dann müssen wir dafür sorgen, dass hier ein Integer auch rauskommt. Also an dieser Stelle schreibe ich irgendwo in der Funktion, wir wollen minus z zurückgeben. Und dann geben wir wieder nicht die Variable z zurück, sondern der Inhalt von der Variablen z in unserer Funktion, so wie er gerade ist, wird genommen. Naja, dann wird noch das minus z gebildet, also invertiert. Und das wird dann zurückgegeben. Hier geben wir eine minus 1 zurück. Hier machen wir wieder das z auf, holen den Wert aus und geben ihn zurück als Summe. Also das Return Statement sorgt dafür, dass wir erstens aus der Funktion heraushüpfen und zweitens hintendran den Wert zurückgeben, den die Funktion haben soll. Und da können wir wieder, da können wir lustige Expressions hinschreiben. Da können wir auch z mal 3 minus 25 hinschreiben. Da kann eine ganze Formel stehen. Alles, was einen Wert zurückliefert, der vom passenden Typ ist. Naja, wenn Sie hier einen Float hinschreiben, klappt auch noch, dann wird es auf einen Integer konvertiert und zurückgegeben. Übrigens, wenn man, hier habe ich immer eine Variable oder eine Konstante hingeschrieben, also literal. Ich könnte natürlich auch eine komplexe Formel da hinschreiben. Mit einem ganzen Ausdruck. Und wenn man sich überlegt, dass man da einen ganzen Ausdruck zurückgeben kann, wird doch unmittelbar klar, dass an dieser Stelle eben keine Variable zurückgegeben wird, sondern die Variable angeguckt wird, der Inhalt genommen wird und zurückgegeben wird. Genauso wie in der Formel drin, da ist ja auch intuitiv klar, wenn wir A ist gleich Z schreiben, dass dann nicht die Variable A und die Variable Z identisch werden, sondern dass wir den Wert von Z nehmen und in den Platz vom A hineinstecken. Und so ist es hier auch. Ja, Sie stellen sich diese Rückgabe hier als Formeln vor.
Jetzt ist es eigentlich so, dass wir ja auch mal eine Funktion schreiben wollen. Bisher hatten die Funktionen nur einen einzigen Rückgabewert. Das lässt sich auch nicht ändern. Das wird immer so sein. Wir können nur einen Wert da oben, hier steht gar keiner, pardon, hier können wir nur einen zurückgeben. Wenn wir mehrere zurückgeben wollen, müssen wir uns was einfallen lassen. Und hier stehen Rezepte, wie wir was zurückgeben können. Das erste Rezept ist, als Argument, als Parameter der Funktion, übergeben wir etwas, das man einen Zeiger nennt. Da übergeben wir also nicht eine Variable, den Wert, sondern einen Zeiger auf so eine Variable. Was Zeiger sind, da müssen wir noch dann heute im Verlauf der Stunde noch mehr sprechen. Also, so Zeiger, die wir da reinstecken, das haben wir schon kennengelernt beim scanf, wenn Sie sich erinnern. Beim scanf hatten wir dieses interessante Zeichen, diesen Ampersand vor die Variable geschrieben, die wir da reinstecken ins scanf. Oder mehrere Variablen, die wir ins scanf reinstecken. Und dieser Ampersand, das ist genau etwas, das erzeugt die Adresse von der Variablen und holt nicht den Wert. Also, wenn wir mit diesem Operator, mit dem Ampersand, die Adresse erzeugt haben und bei einer Funktion reingeben, dann zeigt der Parameter auf die Variable, das Argument zeigt von der Funktion zeigt auf die Variable und auf die Weise können wir auch was rausschaffen. Ich habe hier so ein Beispiel, Vertauschen von zwei Variablen, aufgeschrieben. Wir haben also hier die Funktion swap und die gibt absichtlich nichts zurück. Die hat jetzt keinen normalen Return-Wert, sondern die macht es irgendwie anders. Und wir geben hier hinein, ich möchte einen Zeiger auf einen Integer auf der ersten Position haben und der heißt x. Und ich möchte einen Zeiger auf einen Integer haben, der heißt y. Wir kriegen also jetzt nicht in diese Funktion hinein zwei Werte, sondern wir kriegen zwei Zeiger. Für den Computer sind das auch in gewissen Formen Werte, aber Werte mit einer anderen Bedeutung, nämlich Zeiger auf Variablen. Und das vereinbaren wir hier, indem wir da diesen Stern dahin schreiben, bei der Definition, Deklaration. So, jetzt machen wir unser Tauschding. Tauschen habe ich ja letztes Mal schon erklärt mit den zwei Stück Kreide und wir brauchen einen Zwischenlagerplatz. Wir vereinbaren hier dieses Integer, einen Temp. Wir nennen das Temp. Wir müssen hier ja Integers vertauschen. Wir kriegen hier oben Zeiger auf zwei Variablen. Und deren Inhalt müssen wir vertauschen. Also schreiben wir, nehmen wir das x, das ist ein Zeiger, und weil wir das Sternchen vor den Zeiger schreiben, sagen wir der Maschine, wir wollen jetzt nicht das haben, was da in x drin steht, sondern das haben, worauf das x zeigt. Und dazu mache ich doch noch eine kleine Zeichnung. Das x und das y das sind jetzt ja, auch Speicherzellen, aber das ist gar nicht so wichtig. Die zeigen auf etwas. Dahin und dahin. Hier stehen jetzt zwei Zahlen drin, zum Beispiel 5 und 42. Ich brauche für 42 unbedingt noch so einen Freund, der auch so ähnlich ist wie 42. Also das haben wir jetzt hier reingegeben. Das x, das zeigt auf das 5 und das y auf 42. Das x, da wird jetzt irgendwas drinstehen.
78.540 und hier 78.724, sagen wir mal, irgendwo hier im Speicher. Das hier ist mein Speicher. Ja, vielleicht hätte ich das geschickter zeichnen sollen, damit es, naja, nehmen wir es mal so. Also sie zeigen hier hin, der hier dahin, der hier dahin. Das Temp, das liegt hier. Und wenn ich jetzt hier schreibe, Temp ergibt sich zu, das, was in X steht, nehmen und als Speicheradresse betrachten und dann das holen, was bei dieser Speicheradresse steht, das macht das Sternchen. Dann holen wir die 5 und schreiben sie hier hin. Die steht jetzt noch hier drin, wird gar nicht mehr so dringend gebraucht. In der nächsten Zeile schreiben wir, das, wo es X hin zeigt, da kommt jetzt das hin, was wir da herholen, wo es Y hin zeigt. Bisschen komisch formuliert. Jetzt in dieser Zeile Stern X ergibt sich zu Stern Y. Nimm das, wo es X hin zeigt und steck's in das, nimm das, wo es Y hin zeigt und steck's in das, wo es X hin zeigt. Dann steht jetzt hier 42 drin. Das, wo es Y hin zeigt, wird genommen und dahin geschrieben, wo es X hin zeigt. Und jetzt kommt die nächste Zeile, nimm das Temp und schreib es dahin, wo das Y hin zeigt. So. Jetzt sind wir fertig mit der Funktion. Fertig mit der Funktion bedeutet auch, all das, was der Funktion gehört, ist weg. Einschließlich Zeiger und sonst was. Jetzt sind nur noch die hier übrig, die beiden da. Und das war hier A und B. Ich hätte vielleicht 2 und 3 als Beispiel nehmen sollen hier an der Tafel. Das war ein kleiner Fehler. Also Integer A weisen wir 2 zu, wir definieren Integer B, weisen wir 3 zu. Dann rufen wir das Swap auf und rufen wir das Swap auf hier. Aber wir stecken nicht A und B rein, denn wenn ich A und B nehmen würde und da reinstecken würde, dann würde er gerade nicht die Zeiger machen, sondern er würde ja den Inhalt der Variable nehmen. Deshalb besorge ich mir hier mit und A die Adresse vom A, stecke es hier rein, mit und B die Adresse vom B, stecke es da rein in das Swap und dann funktioniert das so. Wenn wir jetzt das Programm laufen lassen, werden Sie sehen, dass A auf 3 steht und B auf 2 steht. Glauben Sie mir das? Gut. Sie könnten es natürlich auch, morgen ist ja Feiertag, zu Hause ausprobieren. Ist das eine gute Idee? Ja! Beim ScanF haben wir das schon mal gesehen. Und da haben Sie es auch schon benutzt. Also, falls Sie Übungsaufgaben gemacht haben. Haben Sie das schon benutzt? Ich habe hier nochmal versucht, grafisch ein bisschen was klar zu machen. Hier habe ich eine Funktion und das Integer z, dieses Argument, das stellen wir uns jetzt so vor, als ob der Speicherplatz direkt in der Funktion drin ist. Also für dieses Argument wird ein Stückchen Platz hier alloziert, hier in der Funktion drin. Das ist ein Parameter. Und wenn wir hier 42 zuweisen, kommt das hier rein. Und wenn die Funktion beendet wird,
ist alles wieder weg. Inklusive dem Speicherplatz von dem Z und der 42, die wir da irgendwo hingeschrieben haben. Mit weg meine ich nicht mehr zugreifbar, nicht mehr verwendbar in unserem Programm. Wenn ich hier sowas da habe und einen Platz vereinbare, Integer-Platz, und rufe dann die Funktion F mit der Adresse von Platz, deshalb habe ich hier den Ampersand davor, und hier oben habe ich vereinbart, dass ich hier einen Zeiger auf einen Integer kriege, dann kann ich hier, wenn ich hier 42 dem Z zuweise, aber erst nach dem Dereferenzieren vom Z, nachdem ich den Sternchenoperator da gemacht habe, das, worauf es Z hinzeigt, da kommt jetzt 42 rein. Das formuliere ich auch absichtlich so ein bisschen verquer. Ja? Das, worauf das Z hinzeigt, da kommt 42 rein. Dann steht das 42 nicht mehr hier, das wir hier schreiben, sondern hier unten. Bei der Funktion main, denn das Platz ist eine Variable von der Funktion main. Wir besorgen die Adresse, übergeben hier die Adresse, dereferenzieren das und treffen mit unserer 42 nicht hier hinein, sondern hier hinein. Wenn ich jetzt gewollt hätte, hätte ich hier auch noch ein Kästchen hinschreiben können fürs Z. Und da würde jetzt stehen, die Adresse der Variablen Platz. Das würde jetzt da gerade mal drin stehen. Okay? So ein Zeiger, der Name Zeiger ist eigentlich gut. Ein Zeiger ist eine Variable, in der steht die Adresse von einem anderen Speicherplatz. So wie ich das hier hingeschrieben hatte. Unsere Variablen, die sind eben bei 79.420 und die hier sei bei 79.424. Und wenn ich add, wir nennen das Ding hier A und B, und wenn ich add A schreibe, dann kriege ich diese Zahl. Ich mache gleich weiter mit Adressen. Ich habe zwischendurch noch was anderes, mit Zeigern und Adressen. Ich habe zwischendurch noch, wenn wir an dem Kapitel, zum Kapitel Funktionen, was zum Thema Gültigkeit von Namen. Ich habe hier in der Zeichnung einen Integer vereinbart in dem grauen Kasten, Integer A. Okay, Zwischenfrage, ja? Swap, okay. Hier brauche ich die Sternchen. Die Frage war, warum hat es hier die Sternchen? Letzte Woche hätte ich gesagt, bräuchte keine Sternchen. Das war wohl ein Missverständnis dann, die letztere Aussage. Hier brauche ich das Sternchen. Wenn ich hier schreiben würde, x ist gleich y, dann würde das nehmen, was im y steht, der Zeiger. Dann würde es x reinschreiben. Dann würde x und y auf dieselbe Speicherzelle, nämlich aufs b gucken. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen den Inhalt dessen, worauf die Zeiger gucken, modifizieren. Wenn ich hier schreibe, x ist gleich y, weil das beides Zeiger sind, gucken hinterher sowohl das x als auch das y auf dieselbe Speicherzelle. Nein, das wollen wir nicht. Deshalb schreibe ich das Sternchen davor, das dereferenziert den Zeiger. Ich vertröste Sie jetzt, es gibt 2, 3 Folien später noch mehr zum Thema Zeiger. Oder wie viele Folien? Mehr als 2, 3. Da, 5, 6. Ja. Jetzt erzähle ich noch, wir kommen nochmal hin zurück, okay? Jetzt erzähle ich erst noch was über die Gültigkeit von Namen. Ich vereinbare also in dem grauen Block
einen Integer A. Und dann kann ich in dem grauen Block munter das A verwenden. Zum Beispiel da ganz unten die 2 zuweisen. Im blauen Block benutze ich auch das A. Da steht jetzt hier die Zuweisung 2, da könnte man auch 27 zuweisen oder sonst was. Wenn Sie in dem blauen Block oder wenn ich in dem blauen Block kein A vereinbart habe, dann nimmt der Compiler automatisch die Vereinbarung aus dem weiter außen liegenden Block, aus dem nächsten weiter außen liegenden Block. Hier an dieser Stelle im gelben Block, wenn ich dann Integer A vereinbare und A gleich 2 zuweise, dann kommt der Zweier hier in dieses A hinein. Hier kommt der Zweier in dieses A hinein, hier im Grauen auch. Das hier ist nicht weiter verwunderlich. Das im Grauen ist auch nicht weiter verwunderlich. Das im Blauen, das muss man wissen. Es ist auch irgendwie intuitiv, aber ich glaube, man muss es schon mal sagen. Also Parameter und lokale Variablen sind in so einem Block gültig, hier der gelbe zum Beispiel, lokal. Und sie überdecken weiter außen definierte Variablen. Das sehen wir hier, das Verdecken. Wenn ich hier ein A vereinbare, komme ich zu dem äußeren A nicht mehr hin. In dem gelben Block. Solange ich mich da drin befinde. Solange ich mich also in dieser Funktion zum Beispiel befinde. Ich würde sagen, das Konzept ist intuitiv vernünftig. Und das ist auch das, was man erwartet. Ich muss aber zugeben, irgendwann ganz früher in meiner Studienzeit, so in den ersten Semestern, da habe ich mir das mal überlegt. Ist es jetzt wirklich so? Kann das sein, dass ich, wenn ich da jetzt noch ein A vereinbare, das kriege ich dann eine Fehlermeldung, dass es das A schon gibt? Oder was ist, wenn ich es nicht vereinbare, treffe ich dann das richtige A? Ja, die Regel ist ganz einfach. In C ist sie wirklich einfach, in anderen Programmiersprachen ein bisschen komplizierter, weil das so von innen nach außen verdeckt werden kann und weil wir ja auch Funktionen in Funktionen haben können. Hier haben wir das nicht. Also dieser Block, der verdeckt die Variable hier, verdeckt das A hier außen und wenn wir hier eine Zuweisung machen, dann erwischen wir die da und nicht die weiter außen. Eigentlich ganz einfach. Hier unten nochmal ein Thema, nochmal das Thema Void, das ich schon hatte. Void schreibt man, ach, da mache ich doch nochmal hier, wenn wir gleich brauchen. Void schreibt man dann hin, wenn man zum Beispiel einen Wert zurückliefern will und keinen Wert zurückzuliefern hat. Also man will nichts zurückliefern, aber man muss dem Compiler sagen, da gibt es jetzt nichts. Früher war das im C so, dass man das nicht hinschreiben musste, aber ich glaube, es ist schon ordentlich und vernünftig, wenn man es hinschreibt, wenn man das da jetzt was weglassen will, damit alle sehen, dass da eben was ist, nichts ist und nicht nur ein Fehler ist. Ich habe jetzt hier nochmal ein komplettes Programm aufgeschrieben. Sie sehen, ich habe 3 Funktionen, eine rote, eine grüne und eine blaue. Die haben auch vernünftige Namen, einlesen, alle summen und dann mal dieses Summe bilden. Und hier unten, das schwarze, ist das Hauptprogramm. Hier möchte ich nochmal Funktionen klar machen. Ich möchte Aufruf klar machen und ich möchte Ihnen zeigen, dass man das Resultat von einer Funktion auch gleich wieder als Parameter für eine neue Funktion benutzen kann. Aber ich fange mal an, oben zu erzählen. Als erstes brauchen wir das include standard io.h.
Und die Spitzenklammern sagen nur, such's an der kanonischen Stelle, da wo es immer steht, bei dir, Compiler. Wenn ich da was anders schreiben würde, müsste ich einen Verzeichnispfad angeben, wenn ich diese Spitzenklammer nicht hätte. So, und jetzt haben wir hier eine kleine Funktion, die berechnet die Summe aller Zahlen von 0 bis zu dem Argument, das hier übergeben wird. Wenn ich da eine 5 reinstecke, dann rechnet das 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Wenn ich da eine 100 reinstecke, kommt 5050 raus. Das machen wir, indem, also hier kommt dieser Parameter Zahl hinein, als Argument. Falls Zahl größer als 0 ist, geben wir zurück, und Sie sehen, dass ich jetzt eine Formel zurückgebe, die Zahl plus die Summe aller Zahlen bis Zahl minus 1. Falls die Zahl nicht größer als 0 ist, geben wir 0 zurück. Also wenn die Summe von 0 bis 0 ist, 0. Das ist ja ganz praktisch, und das geben wir da auch zurück. Wenn wir also hier reingehen mit 5, dann geben wir zurück 5 plus die Summe aller Zahlen bis 4. Weil das ja hier noch berechnet werden muss, kommen wir hier wieder rein mit einer 4, ist größer als 0, plus 4 plus die Summe aller Zahlen bis 3 und so weiter. Irgendwann kommen wir mal hier rein, es geht hier mit minus 1 immer runter, dass Zahl gleich 0 ist, und dann gilt die zweite Zeile. Dann kommt er zurück 0, dann sammelt auf dem Weg 1 ein, 2, 3, die Summe aller Zahlen von 1 bis 2, also 3. Dann kommt nochmal die 3 dazu, dann kommt noch die 4 dazu, dann kommt die 5 dazu, und dann sind wir fertig. Also diese kleine Funktion berechnet mir rekursiv, das ist der Trick, den wir da benutzen. Ich könnte es auch mit einer Schleife machen, aber ich wollte es halt mal so aufschreiben. Unter anderem auch deshalb, weil wir Informatiker Rekursion eigentlich lieben. Ähnlich wie Mathematiker, die mögen doch auch sowas. Also wir führen ein kompliziertes Problem oder ein, richtig kompliziert ist es auch nicht, aber wir führen ein Problem auf ein einfacheres Problem zurück. Die Summe der Zahlen bis Zahl minus 1 zu berechnen, ist sicher einfacher als die Summe der Zahlen bis Zahl zu berechnen. Also das machen wir hier. Und eben in diesem Anfangsfall müssen wir 0 zurückgeben. So, jetzt kommen wir zu dieser Funktion alle Summen. Die erhält dieses Integer-Maximum. Die Semantik von der Funktion ist, rechne mir bitte aus die Summe aller Zahlen bis zu dieser Zahl max und die Summe aller Zahlen bis max minus 1 und die Summe aller Zahlen bis max minus 2 und so weiter. Oder andersrum, wir schreiben hier eine Zählschleife hin, Verlauf ergibt sich zu 1, also als erstes berechnen wir die Summe aller Zahlen von 0 bis 1, da kommt 1 raus. Solange Lauf kleiner gleich Maximum ist und nach jedem Schleifendurchlauf zählen wir das Lauf 1 rauf, print f auf 3 Stellen, die Zahl max ausgeben, auf 6 Stellen die Summe ausgeben. Wir rufen hier drin Summe bis Lauf auf, also beim ersten Mal 1, beim zweiten Mal 2, beim dritten Mal steht da 3 drin. Hier hinten der Aufruf für Summe. Und das geht so weit, wie hier eben als Parameter eingegeben, als Argument angegeben. Und jetzt haben wir noch eine Funktion zum Einlesen. Die sieht irgendwie am ungeschliffensten aus. Das hier würde ich als elegant bezeichnen. Das hier würde ich, ist okay bezeichnen. Und das hier sieht irgendwie ebenso aus, wie Funktionen aussehen, die sich mit dem User-Interface rumschlagen müssen. Wir geben also aus, gib uns doch bitte eine Zahl ein, die Obergrenze, bis dahin wollen wir alle Summen berechnen, und wir holen es an der Tastatur ab, und zwar hier wieder mit einem Pointer auf das Zahl. Zahl haben wir hier vereinbart, wir geben Zahl zurück.
So, jetzt rufen wir mal hier Einlesen auf. Einlesen liefert eine Zahl zurück. Diese Zahl stecken wir in alle Summen rein. Alle Summen druckt das hier aus. Da die Schleife ruft das hier rekursiv aus. Wir geben 0 zurück, wenn wir fertig sind. Das wollen wir uns jetzt noch kurz anschauen. Hier auf dem anderen Screen. Ja, das ist es nicht. Also hier holen. Na, was ist jetzt? Ach so, was doch? Na, ist egal. Gut. Also das ist die Funktion, das kleine Programm, was wir da haben. Und jetzt wollen wir noch das mal übersetzen. Das fertige Programm soll so heißen. Und übersetzen wollen wir bitte diese Datei. Hat es auch getan. Und jetzt aufrufen. Bitte Obergrenze eingeben. 100. Ja, das ging relativ flink. Und unten an den 50-50, da sehen wir, dass es funktioniert hat. Denn wir wissen ja alle, dass die Summe aller Zahlen von 1 bis 100, dass das 5050 sind. Und wahrscheinlich kennen Sie auch die Geschichte oder diese Sage, dass der junge Karl Friedrich Gauss in der Schule, als der Lehrer die Kinder beschäftigen wollte, hat er gedacht, ich lasse dir einfach mal die Summe aller Zahlen bis 100 ausrechnen, dann sind die eine halbe Stunde beschäftigt und ich kann was anderes machen. Und nach 2 Minuten meldete sich also dieser 6-jährige Gauss und sagt, oh, kommt 5050 raus. Da war der Lehrer ziemlich sauer und hat gesagt, du hast geschummelt, du wusstest es vorher. Aber da hat ihm der Karl Friedrich Gauss die Formel präsentiert, die zu der Zeit auch schon bekannt war, aber die hat er tatsächlich wohl im Schulunterricht an dieser Stelle entwickelt. Ich glaube nicht, dass ich das gekonnt hätte. Aber ich bin ja auch nicht Gauss, ne? Sehen Sie ja, deshalb stehe ich hier. Wir benutzen hier eine primitive Formel, so sind wir Informatiker, ne? Das kann man zwar auch irgendwie raffiniert und toll machen, aber wir können auch einfach so ein Programm schreiben und weil die Computer flink genug sind, kriegen sie es auch so schneller raus, als wir gucken können. Ja. Was ich jetzt überhaupt nicht gemacht habe in meinen kleinen Programmbeispielen, ist debuggen und mich mit Compilerfehlern rumärgern. Sie sollten nicht vermuten, dass ich beim Programmieren keine Fehler mache. Das Debuggen von dem da ist, liegt schon hinter mir, wenn Sie so wollen. Das habe ich vorher erledigt. Compilerfehler, Laufzeitfehler sind nichts Ehrenrühriges, das passiert halt. Und da muss man sich angucken, was man falsch gemacht hat, was man vertippt hat, und da muss man das besser machen. Und nach endlich vielen Versuchen klappt es. Also erstens scharfes Nachdenken und zweitens immer wieder iterieren, dann wird es auch. Ich möchte jetzt noch, und das passt gut zu diesem Kapitel, Funktionen. Etwas über Module sagen. Programme, die so ein paar hundert Zeilen lang sind, 100, 200, 500 oder so ähnlich, kann man eigentlich ganz gut so irgendwie untereinander aufschreiben, in einer Datei haben. Wenn die Programme länger werden, sollte man es irgendwie strukturieren. Genauso wie man ein Buch in Kapitel aufteilt, genauso wie man zu Hause seine Klamotten, seine Kleider irgendwie
mit System in den Schrank einräumt oder in einem Regal, das irgendwelche Gegenstände halbwegs sortiert einräumt, ist und nicht nur einfach auf den Haufen schüttet, ist es auch im Programm sinnvoll, ein wenig zu strukturieren. In der alten Zeit war es sogar nützlich, Programme in viele Dateien zu zerlegen, weil sonst der Compiler zu lange gebraucht hat. Früher hat der Compiler für 10.000 Zeilen eine halbe Stunde gebraucht oder so ähnlich, um die zu übersetzen. Das geht heute etwas schneller. Da hat man früher das Programm eben in viele kleine Dateien zerlegt und immer nur an einer gearbeitet und dann ist der Compiler immer nach einer halben Minute oder so ähnlich schon fertig gewesen und hat man ausprobieren können. Heutzutage teilen wir große Programme immer noch in Module auf. Und zwar auch wieder sinnvoll. Alles, was mit dem Aufgabenbereich X zu tun hat, hierhin, was mit dem Aufgabenbereich Y zu tun hat, dahin. Wir könnten zum Beispiel sagen, alles, was mit einer Ausgabe zu tun hat, kommt in ein Modul I/O und alles, was mit Berechnen zu tun hat, ins Modul Berechnen, alles, was mit der Datenbank zu tun hat, in irgendein Modul Datenbank Interface. Also verteilen, dass es irgendwie sinnvoll ist. Dann wird es auch übersichtlicher. Na, dann fummelt man nicht aus Versehen beim falschen Code rum. Dann steht das, was zusammengehört, irgendwie beieinander und man kann da mit wenig rauf und runter scrollen, das sehen, was man verändern muss. Wir benutzen also Module zur Strukturierung von Problemen. Wir benutzen Module in der Gruppenarbeit. Programmierer A kümmert sich ums Datenbankinterface, Programmierer B um die Ein-Ausgabe, Programmierer C um die eigentliche Berechnung, das Modell, die Simulation oder sonst was. Das Angenehme ist, wenn wir das so aufgeteilt haben, dass jeder für sich arbeiten kann. Vorher setzen sich alle zusammen und definieren ein paar Schnittstellen. Im Datenbankmodul gibt es 5 Funktionen, im Datenbankinterface-Modul gibt es 5 Funktionen. Bei der einen Ausgabe gibt es 2 Funktionen, hol Parameter und zeig Resultate an. Naja, und das Modell soll auch ein paar Funktionen haben, die man es von außen ansprechen kann, irgendwie Konfiguration vielleicht. Und jetzt simulier mal. Nachdem man also so passend zur Aufgabe solche Modul-Interfaces gebildet hat, marschieren die drei in ihre Büros und fangen das Programmieren an. Jeder an seinem. Dann lässt sich auch besser lokalisieren, wo der Fehler ist. Dann ist es nicht mehr, irgendwo Programm ist ein Fehler, sondern im Datenbankinterface ist der Fehler. Und dann muss der das Datenbankinterface betreut, daran arbeiten. Getrennte Übersetzung habe ich schon erwähnt, eben um Laufzeit zu sparen, aber das ist auch bei der Gruppenarbeit sinnvoll, damit nicht jeder seine Änderungen macht und dann kommen sie alle wieder zusammen und sagen, so jetzt übersetzen wir mal gucken, was passiert, sondern jeder kann getrennt seinen Teil übersetzen, bis es keine Fehler mehr hat. Hoffentlich keine Fehler mehr hat. Über Schnittstellen definieren habe ich schon gesprochen, Leistung des Moduls festlegen. Das ist das, was nach außen sichtbar ist. Also Eingabe holen, Ausgabe als Grafik anzeigen oder sowas. In so einem Interface, in so einer Schnittstelle stehen erstens Funktionen drin, das ist das Wichtigste, denn die Funktionen kapseln die eigentliche Leistung und vielleicht auch noch ein paar Typen und Variablen. Vielleicht brauchen diese Funktionen besondere Datenstrukturen, wie man die Parameter da hineinbekommt und wieder rausholt. So über Datenstrukturen müssen wir eh noch sprechen. Die Implementierung und die Details, die sind versteckt. Die sind hier zum Beispiel drin. Ne? An andere Module geben wir in Regler.h die Schnittstelle bekannt und in Regler.c ist all das, was die anderen nicht wissen müssen. Da können auch noch weitere Funktionen drin sein, die wir intern benutzen, die aber den Verwender unserer
unseres Moduls nicht interessieren müssen. Also Regler.h enthält Schnittstelle, Regler.c die Implementierung. So, pardon, jetzt wird es mir zu kalt hier. Ich muss mal schnell hier zumachen. Ja, wahrscheinlich haben sie die Heizung schon abgestellt. So spät arbeitet man ja nicht mehr. Ja, also wieder zurück. Regler.h enthält die Schnittstelle. Da schreiben Sie Ihre Funktionen hinein. Einschalten, ausschalten. Aber vielleicht eben auch irgendwelche Typen, Schwellwerte oder sonst was, die Sie vereinbaren, die von außen dann konfiguriert werden können. Wir besorgen uns die in unserem Programm die Interfaces mit dem Include. Den haben Sie schon gesehen, da steht also dieses Gartenzaun oder Hash oder wie auch immer Sie das Symbol nennen, Include, und da muss hier der Modulname kommen, Punkt H gehört natürlich hinten dran, und diese Pfeile hier, die dienen dazu zu sagen, das jetzt soll der kanonische Platz sein. Sie können auch einen vollen Pfad angeben, wenn Sie es an einem anderen Platz haben. Module werden übersetzt, indem man alle importierten Module anschaut, die Deklarationen, also Variablen und Funktionen, in das Programm sozusagen einbindet, das wir gerade selber schreiben. Und außerdem müssen wir noch Referenzlisten und den eigentlichen Modulcode, der Compiler muss das machen, erzeugen. Was ich eben gesagt habe, enthält noch eine kleine, etwas, das muss man wissen, ich hätte fast gesagt eine kleine Falle. Und zwar, das, was Sie da deklarieren in so einem Modul, ein Ausschalten, wenn ich hier ein Einschalten und eine Funktion Ausschalten drin habe, dann können wir diesen Namen Einschalten und Ausschalten natürlich nicht mehr selber in unserem Programm verwenden. All die Namen, die wir importiert haben, die können wir nicht wiedervergeben. Sie können ja auch kein Printf bei Ihren eigenen Funktionen haben. Das ist ja schon deklariert. Nämlich in dem Standard.io.h. Ja, das steht hier nirgendwo, aber ich füge es eben mündlich hinzu, und es ist ja heutzutage nicht mehr verloren. Sie können ja jederzeit das Video angucken. Die Hälfte der Hörer verlässt sich ja offensichtlich auch schon aufs Video. Es sind ja jetzt viel, viel weniger da. Ich habe hier unten geschrieben, Modulcode erzeugen. Also wenn so ein Modul übersetzt wird, dann wird natürlich Code dafür erzeugt. Und dann habe ich geschrieben, Referenzlisten. Naja, ein Teil von Ihnen hat sich wahrscheinlich gedacht, ah, das ist irgendwas Technisches, das brauchen wir jetzt nicht, vergessen wir schnell wieder. Und der andere Teil hat sich vielleicht gedacht, Referenzlisten, was soll das schon wieder sein? Wieder irgendwas, mit dem ich mich rumärgern muss. Nein, Sie müssen sich tatsächlich nicht damit rumärgern, aber es ist etwas, was man mal gehört haben sollte, was man mal halbwegs verstanden haben sollte, damit man weiß, was da passiert, beziehungsweise wenn mal was schief läuft, eine Idee hat, was denn passiert sein könnte, was denn schief gelaufen sein könnte. Der Compiler, der produziert ja erstmal, ich hatte ja diese Grafik mit dem Trichter vor ein paar Wochen, ne? Der produziert also erstmal Code für das Standard.io.c. Fürs .h wird gar kein Code erzeugt. Und wenn Sie dann das Standard.io.h in Ihrem Programm mit benutzen, dann wird natürlich ein Aufruf da erzeugt. Aber der eigentliche Code, die Instruktionen von dem Standard.io, also von dem Printf und von dem Scanf,
die stehen ja nach wie vor in diesem anderen Modul drin. Die stehen nicht in ihrem Stück Programm drin. Sie haben es ja auch nicht programmiert. Das heißt, es muss am Ende eine Instanz geben, diesen Trichter, den ich da in dem Bild hatte, der all das zusammenfügt. Und dieses Zusammenfügen, das habe ich hier versucht, auf diesem Bild klar zu machen. Ich habe hier das Modul My 456, irgendeinen Namen verpasst, damit der Name da steht. Dann habe ich ein Modul Graph und dann habe ich ein Modul MyMath. Und da stehen irgendwelche Sachen drin. Hier zum Beispiel haben wir eine Variable Precision, da habe ich mal 6 zugewiesen. Das Weiße ist das Interface. Hier innen drin wird vielleicht jetzt mal eine 8 zugewiesen und dann wird hier diese Funktion Calc aufgerufen und falls myError auf mError auf irgendwas steht, wollen wir das hier machen und sonst wollen wir das da machen. Okay. Das übersetzt der Compiler und der Code liegt dafür rum. Aber der Code von dem Calc, der liegt hier unten in MyMath. Und der Code, das Error, das ist hier vereinbart, die Variable. Die ist nur importiert hier oben. Und das DoDraw, das steckt hier drin, in dem Modul. Also habe ich es nicht. Ich muss es aber natürlich in meinem Programm dann, wenn das Programm laufen soll, trotzdem anspringen können. Den lassen wir jetzt mal so. Trotzdem anspringen können. Und deshalb müssen diese drei einzelnen Module, die da auch einzeln als Code in irgendwelchen Dateien auf der Platte herumliegen, zusammengefügt werden. Der Linker nimmt also diese drei Dinge und kopiert die in eine neue Datei hinein. Der nimmt diese O-Dateien und macht eine andere Datei, in der das alles zusammenfügt. Jetzt reicht es aber das Zusammenfügen noch nicht. Er muss auch noch dafür sorgen, dass zum Beispiel an dieser Stelle, wenn gesprungen wird, dass da wirklich ein Sprungbefehl hierhin reingeschrieben werden kann. Und so ein Sprungbefehl, der braucht eine Adresse, wo es hingeht, wo die Reise hingeht, der Sprung. Und dieser, ja, die Adresse von dem hier, die ist ja vorher überhaupt nicht bekannt, die ist ja erst bekannt, nachdem wir das hier zusammenkopiert haben, zusammengefügt haben. Das heißt, hier hinten, da hängt erst hier so ein loser Faden raus, wenn Sie so wollen. Da steht ein Sprung nach irgendwo. Und wenn der Linker fertig ist, steht nicht mehr irgendwo, sondern steht eine konkrete Adresse. Und genauso hier unten, hier drin, das Calc, hier wird auch die Adresse eingetragen. Und das Precision, das holen wir uns hier oben. Das heißt, der Load, der hier dazugehört, der muss den Wert von da oben besorgen. Und hier gibt es auch nochmal Precision und so weiter und so weiter. Also hier wird zusammenkopiert und diese heraushängenden Fäden werden verknüpft. Auf Deutsch heißt übrigens Linker, oder ja, auf Industriedeutsch heißt Linker Mehrfachreferenzstellenverknüpfer. Ich werde in der Prüfung verzichten, auf dieses Wort abzufragen, aber Mehrfachreferenzstellenverknüpfer sagt natürlich schon ganz schön, was passiert. Viele solche Referenzen werden zusammen verbunden. Das ist aber eben doch ein Wortmonstrum. Wir sagen weiter Linker. Also der Linker ist der, der die Sachen zusammenfügt. Und wir haben schon solche externen Module, solche besonderen Module benutzt. Das Printf gibt es eben in dem Standard I.O. und es gibt noch ein paar mehr. Hier habe ich so ein paar aufgeschrieben. Mathematische Funktionen, Sinus, Cosinus und seine Freunde. Eine Ausgabe, eben Printf und Scanf und GetCharacter und UnGetCharacter und so Zeugs. Stringverarbeitungsfunktionen, über die werden wir noch sprechen, die erzähle ich jetzt hier nicht. Also Zusammenkopieren von Strings und solche Sachen.
Datum- und Uhrzeitfunktionen. Sie wollen ja vielleicht mal, wenn Sie Ihr Programm läuft, das Datum benutzen und ausgeben oder die Uhrzeit. Vielleicht wollen Sie auch die Uhrzeit holen, inklusive Sekunden und Millisekunden. Dann wollen Sie Ihr Programm laufen lassen und hinterher wollen Sie ausgeben. Die Berechnung hat 3,7 Sekunden gedauert. Ja, das gibt es hier in so einem Modul für Datum und Uhrzeit. Im Maß.h, da gibt es diese mathematischen Funktionen, Square Root, den dekadischen Logarithmus, Exponentialfunktion, Sinus, Cosinus und noch ein paar andere. Darüber haben wir auch schon viel gesprochen. Das ScanF und das PrintF und das GetCharact, die haben wir schon benutzt. Allgemein gibt es da auch einen Scan und einen Print und solche Sachen. Da muss man dann noch einen speziellen Datentyp-File hineinstecken in diese Funktionen. Das möchte ich hier nicht diskutieren. Das ist ein bisschen mehr Arbeit und das braucht es jetzt nicht so richtig dringend. Stringverarbeitung wird auch irgendwo diskutiert. All diese Funktionen hier, die nennt man auch gerne Laufzeitumgebung. Und die kriegen Sie geliefert oder mitgeliefert, in der Regel mit einem Compiler, mit einem Programmiersystem. Da stecken die noch drin. Solche Laufzeitsysteme gibt es auch standardisiert, POSIX oder ANSI oder sowas mit den entsprechenden Cs. Häufig gehören auch manche Teile, die man da so braucht, gehören auch zum Betriebssystem. Und wir werden dann im Kapitel Betriebssysteme, wenn wir auch anfangen, so iOS-Geräte, iPhones oder sowas zu programmieren, werden wir nochmal zu diesem Kapitel Module zurückkehren müssen. Und ich werde Ihnen ein paar zeigen, die zum Beispiel eine Eingabe im iOS abholen, die mit diesem Touchscreen umgehen. Wenn Sie da also mit Ihrem Finger da drauf drücken, dass wirklich was passiert. Solche Funktionen gehören zum Betriebssystem, wollen wir nicht selber programmieren, könnten wir auch gar nicht selber programmieren. Und die sind eben in der Umgebung oder im Betriebssystem dabei. Und wenn Sie heutzutage ein Betriebssystem installieren, dann ist eben ein ganz großer Teil davon, solche Interfaces zu irgendwelchen Funktionen. Vorfabrizierter Code, einen Webbrowser, den Sie embedden können in Ihr Programm, solche Funktionen hier einfacher Art, aber eben auch eine ganze Datenbank zum Beispiel. Die kommt in der Regel auch mit so einem Betriebssystem. Einfache Datenbanken natürlich. So, jetzt hatte ich Ihnen schon versprochen, angedroht, dass ich noch was über Pointer erzähle. Zu dem Konzept Pointer gehört ganz eng damit verwandt, die Arrays dazu. Das müsste nicht so sein. In anderen Programmiersprachen sind Arrays was wirklich anderes als Pointer. Aber im C ist das fast eins. Arrays und Pointer. Und deshalb erzähle ich zunächst nochmal den Begriff Zeiger, Pointer. Worum es geht ist, wir haben irgendwo ein Stück Speicherplatz. Für eine Variable, hier habe ich zum Beispiel diese gelbe Variable, die liegt hier am Speicher an der Adresse 0AF4. Bei 0AF6 geht es mit irgendwas anderem weiter. Wir haben da also 16 Bit. 0AF4. Irgendeine Bit-Kombination steht drin. In Ihrem Programm haben Sie bisher schon Namen dafür verwendet. Und der Compiler, der ersetzt, ohne dass Sie es sehen, wenn Sie einen Namen hinschreiben, also Index oder Lauf oder X, ersetzt diese Buchstaben durch die Adresse. Dieses 0AF0. Manchmal, und bei den wenn wir Funktionsresultate aus einer Funktion rausschaffen wollen, nach Hause bringen wollen, haben wir das eben gerade gebraucht, die Adressen.
Manchmal müssen wir irgendwo dieses 0AF0 aufheben, in einer anderen Variablen. Und dann sprechen wir davon, dass diese Variable ein Zeiger ist, weil innen drin in der Variablen nicht so ein Wert liegt, mit dem wir direkt rechnen, sondern ein Wert, mit dem wir indirekt rechnen. Da hier steht dann nämlich 0AF0 drin. Wenn wir das jetzt ausgeben würden, 0AF0, dann käme irgendwas raus, so 1600 und ein bisschen was. Das interessiert uns natürlich nicht. Was uns interessiert ist, dass wir diesem Zeiger hier folgen können hierhin. Und in unserem Leben sind uns schon häufig Zeiger begegnet. Wir benutzen Namen, das identifiziert diesen Namen identifizierten Objekt. Wenn Sie diesen Namen hier eintippen in den Webbrowser, dann kommt irgendeine blöde Webseite, die noch nicht fertig ist. Früher war es mal was Anständiges, aber das ist, habe ich dann umziehen müssen. Ich muss jetzt die Webseite nicht mal wieder fertig machen. Natürlich steckt hier hinter, das hier ist ein Name für eine ganze Menge Adressen, die unten drunter stecken, eine IP-Adresse von einem Server und so weiter. Also mit solchen Adressen können wir eigentlich direkt nur schwer umgehen. Wir brauchen was, um mit solchen Adressen besser umgehen zu können. Und das sind eben solche Referenzen, solche Verweise. Das können Hypertext-Referenzen sein, aber auch bei Listen und Bäumen brauchen wir so Zeiger, die auf die Objekte oder den Platz, der die eigentlichen Informationen hält, drauf zeigt. Wir wollen uns eben nicht Zahlen merken, sondern wir wollen Namen benutzen. Und hier ist es sogar noch ein bisschen weitergetrieben bei den Zeigern. Da haben wir Objekte, die auf andere Objekte verweisen. Wir heben uns in einem Stück Speicherplatz auf, wo wir das Objekt, das wir suchen, den Wert, den wir suchen, wo wir den finden können. Hier, an dieser Stelle, habe ich zum Beispiel eine kleine Datenstruktur. In der Datenstruktur steht Format drin und Attribute in irgendwelchen Feldern, die ich definiert habe. Und hier stehen außerdem noch ein Zeiger auf die eigentlichen Daten und hier steht ein Zeiger auf den nächsten. Dieses Länge bezieht sich auf die Länge von dem gelben Kasten, diese Länge bezieht sich auf die Länge von dem, worauf dieser Zeiger hier zeigt. Das guckt auf die nächste Datenstruktur, da steht drin, es gibt keinen Nachfolger, aber wir haben noch hier ein paar Byte, die stehen hier. Hier ist noch ein bisschen in dem Grauen irgendwie Beschreibung drin. Also, auf diese Weise können wir kompliziertere Datenstrukturen aufbauen, indem wir solche Zeiger verwenden. Sie kennen das Zeigerkonzept zum Beispiel auch mit den Verknüpfungen, die auf dem Desktop liegen. Wenn Sie sich das Windows anschauen, da sind doch auf dem Desktop liegen so kleine Symbole herum. Das sind nicht die Dateien selber, sondern es verweist darauf. Da können Sie auch sagen, Verknüpfung erstellen. Eine Verknüpfung ist tatsächlich eine kleine Datei, in der steht nur drin, wo die richtige Datei zu finden ist. Und wenn Sie irgendwo in einem Verzeichnis sind und da liegt die richtige Datei, dann können Sie auch den Kontextklick machen und einen Verweis erstellen. Und diesen Verweis, den Sie erstellt haben, eine andere kleine Datei, können Sie irgendwo anders hinschieben. Und wenn Sie dann da draufklicken, dann führt Sie das in das andere Verzeichnis zu der eigentlichen Datei. Hier auf meinem Mac, da gibt es auch sowas. Ja, macht sogar wieder auf. Nehmen wir mal das hier weg. Und das hier. Das hier, was ich sonst noch so alles habe. Und jetzt kann ich, wenn ich will, ich mache es selten genug, aber
Jetzt kriege ich hier so ein Kontextmenü, wenn ich richtig klicke. Dann kann ich sagen Make Alias. Und jetzt habe ich hier den Alias bekommen. Oh, jetzt hatte ich gleich von zwei einen Alias gemacht. Diese Datei, der hat jetzt hier so einen kleinen Pfeil dran. Ne? Ah. Der Pfeil ist ein gutes Symbol, um klarzumachen, dass das ein Verweis ist und nicht das eigentliche Ding. Wenn ich das jetzt hier nehme und irgendwo hinziehe, nehmen wir das mal hier, legen es hier rein. Jetzt ist es da weg. Ne? Aber jetzt liegt es hier. Und wenn ich jetzt hier den benutze, Doppelklick mache, dereferenziere, dann schmeißt er mir, findet er doch diese Datei. Okay, ein Zeiger. Den habe ich jetzt hier und den Zeiger kann ich auch, na, den kann ich duplizieren. Jetzt habe ich zwei von der Sorte oder drei oder vier. Und mit der kann ich jetzt meine ganze Festplatte verseuchen. Den kann ich also nehmen und vielleicht mal hier reinschmeißen. Und den hier dahin und so weiter. Den hier legen wir wieder außen hin. Und überall da, wo das Ding jetzt rumliegt, da ist er, wenn ich draufklicke, findet er mir wieder die Originaldatei, die da unten drin liegt. Jetzt müsste ich Ihnen vielleicht noch zeigen, dass das Ding wirklich nicht groß ist. Holen wir uns mal die Informationen hiervon, von dieser Datei, die wir da sehen. Da sehen wir, es ist ein Alias, 90 Kilobyte groß. Das hat aber technische Gründe mit dem Allozieren. Und die eigentliche Datei, und du kannst jetzt auch wieder Schluss machen hier, die eigentliche Datei, wie groß ist die? 5,4 Megabyte, immerhin ein bisschen was gespart. Warum ist das 90 Kilobyte? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, ich will es Ihnen jetzt nicht erklären. Da müssten wir ein bisschen ausholen. Das hat was mit Allocation Block Size und sowas zu tun. Klingt total gut, ich weiß. Wir kommen aber irgendwann mal in der Vorlesung daran vorbei, wo ich es Ihnen wirklich versuche zu erklären. Bis dahin muss ich Sie jetzt vertrösten. Also diese Aliases, das ist sowas. Das sieht aus wie eine Datei, aber innen drin, in der Datei steht tatsächlich, ich bin ein Verweis da drauf. Und da steht, da wo wir es wirklich finden, den Inhalt. Und hier ist das genauso, bloß kompakter, ne? Keine 88 Kilobyte groß. Hier haben wir einen Zeiger, hier steht die Adresse von dem Speicherplatz, wo wir den Wert finden. Und wir wollen das hier in der Vorlesung auch genau so zeichnen. Hierfür haben wir einen Namen, da steht aber nur ein Verweis hier drauf drin. Und wir interessieren uns nicht für diese Zahlen. Wir interessieren uns nur für die Tatsache, dass da ein Zeiger drin ist, ein Verweis drin steht. Vielleicht sollte ich noch mein Stopptastengerät rausholen, aber heute früh hat es keiner verwendet. Aber klar, wenn ich es nie benutze, dann verwendet es eh keiner. Aber ich habe ja noch Hoffnung, dass sie es benutzen. Nochmal gucken. Ich lege es mir mal hier hin, falls einer die Stopptaste tatsächlich verwendet. Aber es kann natürlich auch sein, dass Sie diese Funktion weniger nützlich finden als die Leute vom Fernsehen letzte Woche. Wer hat eigentlich diesen Bericht gesehen dann? Und wer fand ihn gut? Ich fand ihn ganz okay. Also, Sie haben immerhin, es gab nichts wüst Falsches. Es war auch irgendwie halbwegs flott geschnitten. Aber es ist natürlich ein bisschen, Sie als Studenten sind vielleicht ein bisschen blöd weggekommen. Jetzt glauben die Leute, die das Sachsenspiegel gucken, dass sie in der Vorlesung sitzen und die ganze Zeit irgendwelche Spielchen spielen. Naja. Machen wir hier weiter bei den Zeigern. Ich hatte eben meine Zeiger, die ich da produziert hatte, die Aliase munter in meinem Verzeichnisbaum verteilt. Ein Zeiger bedeutet natürlich, dass auch mehrere solche Zeigervariablen auf ein Objekt zeigen können, auf dasselbe Objekt zeigen können.
Und wir, naja, was sich so ergibt, ist, wenn wir Zeiger haben, und man das weiß, die weißen Kästchen sollen Zeiger sein. Hier habe ich bloß nichts reingemalt. Aber es kann auch ein Zeiger auf den Zeiger gucken, der ist halt vielleicht noch nicht initialisiert. Der Zeiger hier, der guckt hier auf dieses rosa Ding, auf den da, auf den rosa Kasten, der guckt auf diesen Kasten hier, der guckt auf den gelben, auf die gelbe Variable, der guckt hier auf die weiße, die guckt wieder, also der guckt auf den Zeiger, der Zeiger guckt wieder auf den Zeiger, geht auch, kein Problem. Dieser Zeiger guckt hier auf die gelbe Variable, auf beliebige Datenobjekte. Die Notation in C von den Zeigern, die ist ein bisschen eigenwillig, weil der Stern in zwei Bedeutungen vorkommt. Gucken wir uns das mal hier an. Also der Stern in Deklarationen und Definitionen dient er dazu, zu sagen, wir wollen bitte einen Zeiger haben. Wir brauchen einen Zeiger auf einen Integer. Integers Stern bedeutet, ich will bitte einen Zeiger auf einen Integer haben und der Zeiger soll dann P heißen. Das ergibt auch keinen Speicherplatz für einen Integer, sondern es gibt einen Speicherplatz für einen Zeiger. In meinem Beispiel oben war das dasselbe, das muss aber nicht so sein. Wenn ich einen Zeiger auf ein Double vereinbare, kriege ich keine 64-Bit, sondern in der Regel, naja, hier auf, wenn ich ein 32-Bit-Betriebssystem habe, auch nur 32-Bit-Zeiger. Also hier besorge ich mir Speicherplatz für einen Zeiger auf einen Integer und diese Variable, die ich da gemacht habe, die heißt P. Die kann ich in meinem Programm auch einfach verwenden. Da schreibe ich P hin und dann meine ich diese Variable. Ich habe hier noch zwei Characters vereinbart, den ACH und den BCH, A-Character und B-Character, egal. Und hier habe ich noch einen Zeiger auf den Character vereinbart, Stern PCH. Das Ding heißt nicht Stern PCH, das habe ich ein bisschen schlampig gesagt, das heißt PCH und ist ein Zeiger auf einen Character. Hier weise ich zu, die 98, das ist ein Literal. Ich mache hier einen Integer-Zeiger drauf und stecke das ins P. Wenn ich das P1 hochzähle, dann mache ich nicht aus 98, 99 oder sowas, dann nehme ich das, was hier drin steht und zähle es rauf. Weil das hier ein Integer ist und ich hier schreibe P plus 1, sieht der Compiler, der will einen Zeiger hochzählen. Zeiger hochzählen ist aber nicht sinnvoll, nur ein Byte weiter, sondern in diesem Fall, weil es ein Integer-Zeiger ist, ist das 2 oder 4 Byte weiter, genau aufs nächste Integer. Hoppsa. Das hört sich jetzt ja, so ein bisschen an, ist das ein Durcheinander? Wie soll ich das jemals verstehen? Das Inkrement, das Sie auf den Zeiger anwenden, also dieses Raufzählen hier, wenn Sie auf eine Zahl 1 dazu zählen, da gibt es ja eine nächste Zahl. Die nächste Zahl hinter 3 ist eben 4. Aber der nächste Wert für einen Zeiger hinter 98 ist eben auf einen Integer-Zeiger. Ist der nächste Wert nicht 99, weil auf 99 kein Integer stehen kann. Unsere Integers brauchen mindestens 16-Bit hier. Ist also der nächste vernünftige Wert für das P das nächste Integer, was da stehen kann? Also wenn ich das hier eins raufzähle, geht es wohl auf 100. 102, wenn wir 32-Bit-Integers hätten, die sind ja 4 Byte lang, dann würde das P plus 1 das um 4 hochzählen. Dann könnte aber das 98 so gar nicht existieren, dann müsste es 96 heißen. Denn wir können ja auch nicht auf die Mitte von dem Integer zeigen. Da kann man also auch interessante Fehler machen. Wenn ich den Zeiger hier als Charakterzeiger vereinbare und so einen Charakterzeiger PCH plus 1 rechne, dann wird tatsächlich ein Byte draufgerechnet, weil Charakter in einem Byte drinstehen im Speicher.
wenn ich einen Zeiger auf Doubles habe und ich sage Double-Zeiger plus 1, dann wird tatsächlich 8 drauf gerechnet, denn ein Double ist ja 8 Byte lang, 64 Bit. Also hier wird zum Inkrementieren der Basistyp genommen und die Größe des Basistyps, Size of Integer. Und wenn das hier, das P, ein Float-Zeiger wäre, würde Size of Float genommen, und wenn ich Double nehmen würde, Size of Double. Ich schaue mal in die Runde, ich schaue mal hier, ob es ein Stoppzeichen gibt. Ich schaue noch mal hier rum, ob irgendjemand sich ein Stoppzeichen auf die Stirn runzelt. Nein, gut, alle verstanden, super, Klausurstoff. Ich habe noch ein paar weitere Beispiele, aber die kommen so im Laufe der nächsten Folien. Aber was ich jetzt als nächstes erzählen möchte, das ist, wie man eine Adresse herstellt, außer mit dem dummen Trick da eben, indem ich, hier habe ich ja einen Integer genommen und eine Zahl genommen und auf einen Integer-Pointer gecastet, hier, das ist ein Typecaster hier, und das Resultat dann hier reingesteckt, aber das ist eigentlich Schweinkram. Das sollte man nicht machen. Was man machen sollte, ist, sich Adressen mit dem Address-of-Operator mit dem und besorgen. Also wir vereinbaren wieder hier Charakter ach und Charakter BCH und einen Zeiger auf den Charakter, den wir PCH nennen. Wir weisen dem ACH das große X zu. Und jetzt besorgen wir uns die Adresse vom ACH und stecken es ins PCH hinein. Jetzt zeigt das PCH einen Pointer to Character auf das ACH und in dem ACH steckt das X drin. Im ACH steckt jetzt das X. Und wenn Sie hier scanf von dem Float haben, machen wollen, hier steht Messwert, dann hier haben wir den Ampersand. Der Ampersand besorgt also die Adresse von der Variablen Messwert, das ist jetzt ein Zeiger, und der scanf bekommt diesen Zeiger. Und deshalb kann der scanf in Ihre Variable was reinlegen. Ohne diesen Zeigermechanismus könnte das nicht. Woher will er denn wissen, wo Ihre Variable steht? Wir müssen es ihm sagen. Hier sagen, mit dem Address-of-Operator besorgen wir die Adresse von der Speicherzelle Messwert, von Ihrer Variable Messwert, und geben es ihm. Jetzt kann er was reinschreiben. Also, Address-of besorgt die Adresse, die Zahl, die hier drin stehen muss, damit es hierhin zeigt. Die besorgt Address of von dem gelben Kasten. Und dann können wir es hier reinstecken in den blauen Kasten. Wenn wir jetzt so einen blauen Kasten haben und den gelben Kasten finden wollen, dann müssen wir die zweite Bedeutung von dem Sternchen benutzen. Und das finde ich nicht schön an C. Aber das ist Roms Eck, das können wir nicht mehr verändern. Also deshalb heule ich jetzt auch hier nicht rum, dass es nicht schön ist, sondern wir akzeptieren es einfach. Dereferenziert wird auch mit dem Sternchen. Also das PCH, ich mache jetzt mal hier printf, PCH zeigt auf, wir wollen eine Integerzahl ausgeben. Es wird nicht x gedruckt, sondern tatsächlich wird eine Zahl gedruckt. Irgendwie sowas um die 90 rum oder so. Wir nehmen das PCH, das ist ein Pointer, und wir dereferenzieren den Pointer, indem wir ein Sternchen davor schreiben. Das Sternchen
wenn das so alleine steht, mitten im Programm von Variablen, dann sagt es dem Compiler, nimm jetzt nicht den Wert, der in dieser Pointer-Variablen drin steht, sondern nimm das, was in der Pointer-Variablen drin steht, als Zahl, unter der du dann mal im Speicher nachguckst, und das, was du dort im Speicher findest, das, was hier im gelben Kasten steht, das bitte in diesem Fall ausdrucken, sonst verwenden. Wenn ich PCH, mache ich einen Character Pointer aus 100, kann man ja mal einfach, wenn ich das ins PCH reinschreibe, wenn ich so ausdrucke, der Inhalt der Speicherzelle 100 ist, nochmal gucken, was rauskommt. Ne? Wir wissen es vorläufig nicht, weil ich ja nicht weiß, weil ich ja nicht irgendwas auf 100 gelegt habe, sondern da steht halt was vorher da steht. Sie könnten sich also auch ein kleines Programm schreiben, was diesen Pointer hier benutzt, um durch den Speicher durchzuwandern und mal anzugucken, was denn im Speicher so rumliegt. Wenn wir Lust hätten, könnten wir das durchaus machen. Morgen ist ja Feiertag, also ne? Mal gucken, was im Speicher liegt. Da kann ich auch noch eine Geschichte aus meinem bewegten Leben erzählen. Ein Studienkollege von mir, wir haben damals an so einem großen Timesharing-Rechner gearbeitet. Und er hat irgendwie gemerkt, wenn sein Programm geladen wird, dann ist da der Speicherplatzinhalt vom Vorgänger, von dem Programm, was vorher da lief. Und manchmal verarbeiten ja Programme auch Passworte. Also hat er sich ein Programm geschrieben, was möglichst viel Speicher gegrapscht hat. Und dann ist er mal da durchgegangen und hat sich den Inhalt aller Speicherzellen, die er gekriegt hat, in die Datei reingeschrieben. Und dann hat er die Datei angeguckt, ob er irgendwie interessante Buchstabenkombinationen findet. Er hat so nach 50, 60 Mal laufen, hat er das Root-Passwort von dem ganzen Timeshare-Rechner gefunden gehabt. Er hat einfach einen Pointer genommen auf den Anfang von dem Speicher, den er gekriegt hat, und hat jeden Buchstaben in eine Datei geschrieben, ausgedruckt sozusagen. Und die hat er dann angeguckt. Und wenn er irgendwas Sinnvolles gesehen hat, hat er es mal ausprobiert. Eine ziemlich schlaue Idee. Tatsächlich ist es heute natürlich Usus, dass Programme, wenn sie angestartet werden, in einem sicheren Betriebssystem, wird erst das Betriebssystem den Speicher, den es im Programm gibt, wirklich löschen, bevor es sie den Speicher haben lässt. Ne? Also da gibt es heute schon Sicherheitsvorkehrungen, aber damals hat es die nicht so anständig gegeben. Und danach war echt, die Rechenzentrumsleitung da in München war ganz schön aus dem Häuschen, als er da dieses tolle Passwort gefunden hatte, mittendrin. Vor allen Dingen, weil man es auch eigentlich wenig dagegen unternehmen kann, außer grundsätzlich allen Speicher vorlöschen, bevor es ein Benutzer kriegt, aber das kostet Zeit, ne? Da geht die Rechenleistung von dem Computer runter. Also hier mit so einem Trick, da kann man einfach im Speicher rumgucken, was denn da so stand. Irgendwie ganz witzig. Vielleicht habe ich Sie doch motiviert. Heute Abend mal ein kleines Programm. Ne? Hier eine Laufschleife drumherum und schon geht's los. Die Bedeutung vom Sternchen ist entgegengesetzt, je nachdem, wo wir sind. Wenn wir in Expression drin sind, mitten im Programm, in einem Ausdruck, dann besorgt Sternchen von der Variablen das, worauf diese Variable zeigt. Wenn wir deklarieren, besorgt unser Sternchen einen Pointer. Statt eine Pointer-Variable, statt einer Integer-Variable oder einer Float-Variable. Ja, das ist eben so. Muss man wissen und dann ist auch gut. Das Sternchen besorgt uns also mitten im Programm drin den Wert,
der Ampersand das Gegenteil. Wenn wir das von der Variable hinschreiben, besorgt es uns die Adresse von dem Speicherplatz da. Es gibt noch einen ganz speziellen Wert für Pointer. Das ist der leere Zeiger, der sogenannte Null Pointer. Und diesen Test, ob ein Pointer gleich Null ist, das finden Sie ständig in irgendwelchen Programmen. Ganz, ganz viel. Das ist nämlich ein kleines Problem, wenn Sie einen Pointer haben und der ist nicht anständig initialisiert, da steht nichts Brauchbares drin, da steht nur Null drin und Sie benutzen das jetzt mal als Parameter für irgendeine Funktion, dann greifen Sie auf die Speicherzelle 0 zu. Schlimmer ist es noch, wenn Sie da hinspringen auf diese Speicherzelle 0, da steht, es gibt dann meistens irgendwelche garstigen Resultate, Absturz und sonst was. Bluescreens, allerlei interessante Dinge. Also Null Pointer, da muss man ein wenig vorsichtig sein. Das Vernünftigste ist, wenn man nicht weiß, ob im Programm an einer gewissen Stelle, nicht weiß, ob in dem Pointer was Ordentliches drinsteht, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass da was Ordentliches drinsteht, mal auf Null testen. Und außerdem, gute Programmierer-Technik ist, oder ein vorsichtiger Programmierer, jedes Mal, wenn er eine Pointer-Variable vereinbart, schreibt er schnell nochmal eine Null rein, als allererstes, damit er später testen kann, ob denn was Vernünftiges drinsteht und nicht mehr Null drinsteht. So, jetzt können wir diese Pointer auch als Parameter benutzen. Wir haben das vorhin schon gemacht bei dem Swap. Aber jetzt wollen wir es nochmal machen. Wir wollen ein wenig üben. Ich habe jetzt mal hier eine Funktion geschrieben, die ist nur halb spannend oder halb toll. Aber ich habe mal eine Funktion geschrieben, die heißt Raten. Und was wir machen wollen ist, der Benutzer wird gebeten, eine Zahl zu raten und erkennt das Intervall, in dem diese Zahl liegt, aber nicht. Also wir geben hier Minimum und Maximum rein in die Funktion und der Benutzer soll raten. Das Resultat, wenn er dann mal eine Zahl in diesem Intervall, wenn er mal richtig geraten hat und eine Zahl in dem Intervall gefunden hat, dann wollen wir die zurückgeben in dem Parameter Wert. Und weil wir es zurückgeben wollen, müssen wir natürlich hier eine Adresse von dem Integer übergeben. Wir machen also hier eigentlich einen Zeiger. Und was wir auch noch zurückgeben wollen, hier vorne, da haben wir noch den Funktionswert, ist, wie oft er denn raten musste, bis er in das Intervall getroffen hat. Der Benutzer. Also wir geben aus, jetzt eine Du-Schleife, die aufhört, Endabbruchschleife, wenn der Wert in diesem Intervall liegt. Ne? Solange das, was wir da eingegeben haben, kleiner als Minimum oder größer als das Maximum ist, solange wollen wir es nochmal probieren. Also wir initialisieren die Anzahl Versuche auf 0, geben aus, gib uns doch mal bitte eine Eingabe. Ich hätte auch schreiben können, rat mal eine Zahl. Wir lesen die ein in das Wert. Und weil das Wert schon ein Zeiger ist, brauche ich hier nicht mehr einen Zeiger draus zu machen. Gesehen? Aufgefallen? Ja, danke. Also hier beim Scanf, da hat man bisher immer diesen Ampersand hingemalt. Hier malen wir nicht mehr hin, weil das Wert nämlich schon eine Zeigervariable ist. Wir lassen also gleich hier in das Ding, was wir hier mitgeben, diese Eingabe reinlaufen. Und deshalb brauchen wir hier auch keinen Zeiger mehr zu machen. Wir nehmen ihn einfach. Wenn wir nämlich hier in diese Variable Wert reingucken, da steht da schon ein Zeiger. Also schön. Scanf, wir zählen die Anzahl Versuche 1 rauf
Und dann gucken wir mal, ist das Wert kleiner als das Minimum oder ist der Wert, den er da eingegeben hat, größer als das Maximum? Dann müssen wir nochmal durchlaufen, gell? Nur wenn es in dem Intervall liegt, haben wir einen Treffer gelandet und können zurückgehen. Wir geben 3 hier an dieser Stelle zurück als Funktionsresultat. Wir vereinbaren hier eine Integer-Eingabe. Hier wird eine richtige, normale Integer-Variable gemacht. Und jetzt rufen wir hier auf die Funktion Raten. Raten mit der Adresse von Eingabe, das übergeben wir jetzt hier in das Wert. Und wir geben als Minimum 17 und als Maximum 99. Wenn also der Benutzer 45 eintippt, 42 hätte ich sagen sollen, dann kommen wir gleich zurück und geben nur einen Versuch zurück. Dann haben wir hier also als Wert von dem Raten 1, wenn der erstmal 3 und 5 und 7 und 8 und 9 und 10 und 11 und so weiter und 17 Mal was eingeben muss, bevor er ins Intervall trifft, dann würden wir hier 17 zurückgeben und würden wir Punkte um die Anzahl da von den Versuchen erhöhen. Je mehr Punkte man hat, desto schlechter ist man beim Raten oder sonst was. Oder desto länger hat man vom Computer gesessen, lassen wir das mal dahingestellt. Und dann geben wir noch aus, der Kandidat hat 42 geraten. Ich erhebe jetzt nicht den Anspruch, dass das irgendwie ein besonders schönes Computerspiel ist. Mir ging es darum, klarzumachen, wie wir das Wert hier verwenden müssen. Sie sehen, hier kriegen wir einen Zeiger. Das Wert ist also eine Zeigervariable jetzt für uns in unserem kleinen Programm. Und dann müssen wir hier auch, um die Zeit mit der Zeigervariablen vergleichen zu können, die Variable dereferenzieren. Und hier wird sie auch dereferenziert. Aber hier brauchen wir keinen Pointer zu machen. Hatten Sie gerade eine Frage, oder? Also die Frage war, warum muss man an dieser Stelle hier eine Zeigervariable nehmen? Warum schreibe ich das Wert nicht einfach, warum schreibe ich nicht Eingabe einfach so rein? In diesem Fall. Kriegen wir die Anzahl Buchstaben, Zeichen, die eingetippt worden ist, oder so was? Die Anzahl Variablen, die eingegeben worden sind. Und als in den einzelnen, ja, hier in diesem da, kriegen wir zurück, was denn eingegeben worden ist in der Variable. Und dazu brauchen wir. Müssen wir dem einen Zeiger auf den Platz geben, wo es hin soll. Zeiger auf den Platz, wo es hin soll, das ist das Wert. Und hier kommt es dann in den Platz, wo es hin soll. Und hier können wir auch nochmal nachschauen. Und hier unten hat es dann der uns aufgerufen hat. Ich schreibe hier und Eingabe, genauso wie Sie beim ScanF in einem anderen Beispiel. Noch eins. Hier beim ScanF und Zahl schreiben müssen, um was in diese Variable Zahl hineinzukriegen. Hier in die da. Okay? Gut. Dann haben wir diese Vorlesung auch hinter uns gebracht. Beim nächsten Mal muss ich dann noch ein wenig über Pointer sprechen und diese Dualität Pointer, Vektor, Array
noch ein bisschen ausarbeiten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine angenehme Woche. Auf Wiedersehen.